Was bedeutet die Liebe in Ihrem Leben? Ich will versuchen, die Dinge, die ich tue in meinem Leben, mit Liebe zu tun. Und zwar am besten alle. Weihnachten steht vor der Tür, der Advent steht vor der Tür. Wie feiern Sie Weihnachten? Wissen Sie schon Näheres? Ist es Tradition? Gibt es Dinge? Es ist nicht zwanghaft, sagen wir mal so. Es passiert, wie es passiert, aber sicherlich wird ein Baum dabei sein, es wird was Gutes gegessen, die Familie kommt zusammen, so das Übliche, aber es ist jetzt nicht spektakulär. Und wenn es ausfallen würde oder ich in sonnigen Gefilden landen würde, könnte ich auch damit leben. Das Jahr neigt sich dem Ende. Hat man da besondere Wünsche für die Zukunft? Sind Sie so jemand, der sich überlegt, und das soll es sein in den nächsten Jahren? Nicht konkret, aber man hat schon das Gefühl, dass mit dem neuen Jahr so ein neues Glück anfängt. Ja? Also man kann versuchen, dieses Jahr ganz so zu gestalten, dass es einem selbst und den Liebsten um einen herum gut tut. Gibt es ein Heike Mackert Spezialrezept, wie man so ein stressiges kommendes Jahr, ich unterstelle mal beruflich wieder Vollgas, am besten meistert? Es ist ein falscher Eindruck, den Sie haben. Ich bin sehr entspannt, was meinen Beruf angeht und bin viel zu Hause, Gott sei Dank. Und insofern habe ich gar nicht so viel Stress. Dann komme ich zum letzten Punkt. Zu Hause ist ein gutes Stichwort, Familie und Beruf. Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Ist das auch so entspannt, wie Sie es mir gerade schildern? Ja, ich kriege das so unter einen Hut, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich bin viel zu Hause und die Filme, die ich drehe, die kann ich dann ganz gut organisieren mit der Familie. Dann organisieren wir und einen wunderschönen Abend Ihnen. Danke.